的 gringo。So, liebe Freunde, da sind wir also wieder mit Two Worlds 2. Wir gucken auf unser Kärtchen. Also aus dieser Höhle bin ich da raus, ist klar. Und die ist auch nicht mehr hier sichtbar, von daher ist sie also erledigt. Und hier haben wir einen Auftrag noch auf den Hund gekommen. Und dann die Familienjuwelen. Wir machen erstmal auf den Hund gekommen, wenn wir schon mal da in der Nähe sind. Und wo sind wir denn hier überhaupt? Oh, Treppe runter. Neuen Ort gefunden. Zadan. Zadan, okay, dann ist der Zadan auf den Hund gekommen. Ist das hier drin? Ne, da ist wahrscheinlich Familienjuwelen. Und auf den Hund gekommen? Muss denn hier drin sein? Lege die Herzen in die Truhe. Oh, oh, die Herzen, was für Herzen? Was für Herzen? Ach, ich glaube, das waren diese mutierten Warnherzen oder so ähnlich. Warte mal, ey. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Allgemeine Zutaten. Nicht Außenlunge. 1, 2, 3, 4, 5. War das richtig? Jawohl. Herzen im verlassenen Haus abgelegt. Kassiere deine Belohnung aus der Truhe der Magiergilde. Okay. Gut, nehmen wir mit. Ja, so ist das nicht. Ist ja wahrlich nicht doll. Ja, dann können wir uns jetzt um die Familienjuwelen kümmern. Klingt ein bisschen komisch. Ah, ein Teleporter. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und der ein oder andere hat bestimmt hier im Dorf was zu erzählen. Bin ich mal gespannt. Aber wir müssen ja erstmal hier herein, würde ich mal sagen. Ja, ja, müsste richtig sein. Aber trotz alledem eine Waffe. Eine andere Waffe. Welche nehmen wir denn? Ja, ja, wir nehmen die. Mach wieder weg. Und natürlich speichern. Wenn wir schon mal hier sind. Den schmeißen wir mal raus. Jawohl. Machen wir einen Spielstand. Ich habe Gesellschaft. Ja. Die werden es aber bedauern. Wunderbar. Sah optisch schon mal ganz gut aus. Oh, mehr, du Okkultist. Oh, der ist noch nicht. Na, jetzt ist er aber. Noch einer hier? Nee. Sicherheitsschloss. Ach, ey, kriegt ein Sicherheitsschloss überhaupt auf? Nee, wollte gar nicht versuchen. Profischloss. Noch ein Profischloss. Noch ein Profischloss. Mein Gott, lauter Profischlösser. Außer hier. Hoffentlich lohnt sich's. Ich weiß nicht. Verbrauchener Kristall. Jawohl. Das wäre schon mal der erste Kristall. Wie viel müssen wir suchen? 5? Ja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit der Kristallsuche. Aber die nehme ich natürlich vorher noch aus. Ich lasse mal die ganzen Schränke und so in Ruhe. Weil ich würde sagen, ich brauchte gar nicht mehr. Alles, was ich jetzt brauche, kann ich mir eigentlich kaufen. Genug Geld habe ich. So, 520 Meter. Gehen wir hier erstmal Aufträge sammeln? Hier wird es ja bestimmt den einen oder anderen geben. Guck mal, da hinten ist einer. Musikant. Was kann ich für dich tun? Ich weiß nicht. Also nichts. Dann? Nichts kannst du für mich tun. Gar nichts. Kommt jemand zum Reden da? Ja. Oh. Hey, stehen bleiben. Was hast du hier verloren? Mein Gedächtnis. Ich verliere selten etwas. Hast du hier vielleicht was verloren? Sag schon, was du willst. Ich bin hier, um den Captain zu sprechen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Du kannst mir glauben, dass er wissen will, warum ich hier bin. Und es wird ihm nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Naja, wie ein Regierungsmann siehst du nicht gerade aus. Der Captain ist in seinem Zelt.
Ja, danke. Ist das... Welches Zelt ist denn das? Ich geh mal hier rein. So, lieber Captain. Überspringen wir den Punkt, wie du mich gefunden hast, und kommen gleich zu der Frage, warum du da bist. Ja, warum eigentlich? Ich will in den Tower of Fangs. Ich habe gehört, der Ort ist dir nicht unbekannt. Es wird zu viel geredet. Aber ich lasse sie reden, die Leute, wenn sie sich dann besser fühlen oder sicherer. Es gibt Dinge, auf die du dich besser verstehst als aufs Lügen. Ja, vielleicht. Aber dann muss ich dich auch was fragen. Was ist so interessant an dem Turm? Die Sache hat mich höchstens meinem Grab einen Schritt näher gebracht. Und was sind deine Pläne? Willst du als Ein-Mann-Armee Vagmar stürmen? Ist es das, was du vorhast? Und dann wirst du den Lebenssaft aus diesem dreckigen Tyrannen quetschen? Mit deinen bloßen Händen? Hm, sag's mir. Warum denkst du, dass du besser bist als wir alle? Ich bin schon einmal mit ihm fertig geworden. Du bist irre. Und für den Bruchteil einer Sekunde hätte ich dir fast geglaubt. Weißt du was? Vor ein paar Tagen habe ich einen Trupp Leute in die Höhlen geschickt. Hier ganz in der Nähe. Seitdem sind sie verschwunden. Zeig mir, dass nur ein Hauch Wahrheit in deinen großen Worten steckt, und sieh nach, was mit ihnen passiert ist. Dann werden wir ja sehen, wer von uns beiden die besseren Geschichten erzählt. Ich werde sie finden. Sie sind in die Gorlak-Höhle gegangen, nördlich von hier. Wenn du sie findest, dann sag ihnen, dass ich ihren Bericht erwarte. Warum heißt die Höhle eigentlich Gorlak? Vermutlich wegen Gorlak. Ja. Schön, und wer ist das? Niemand. Es gibt keinen Gorlak. Es ist nur ein Hirngespinst, eine Horrorgeschichte, um die kleinen Kinderchen von den verbotenen Höhlen wegzuhalten. Ist vermutlich auch besser so. Nicht wegen der aufgeschürften Knie, die man dann zu verarzten hätte, sondern wegen dem roten Tod. Die Regierungsleute haben in der Höhle ein riesiges Vorkommen von Verita festgestellt. Sonderbarerweise trauen sie sich trotzdem nicht rein. Vielleicht wegen Gorlak? Ach, Gorlak war der Name eines Magiers, der vor langer Zeit in der Nähe gelebt hat. Er ist berühmt für seine Experimente mit Heil- und Verjüngungstränken. Man erzählt sich die tollsten Geschichten über die Wirkung seiner Tränke. Und eines Tages ist er einfach so verschwunden. Später, als die Leute angefangen haben, sich für die Höhlen zu interessieren, hat sich der Name Gorlak angeboten. Er ist einfach ideal als Schreckgespenst, das unter dem Bett lauert. Was ist in dieser Höhle? Verita. Was sonst? Wofür brauchst du eigentlich Verita? Es ist das einzige Mittel gegen den roten Tod. Es hilft dabei, sich die Lungen frei zu husten. Gandoha hat das meiste davon unter seiner Kontrolle. Aber dank Gorlak... Wenn Gorlak nur eine erfundene Figur ist, was ist dann mit deinen Männern passiert? Wenn ich das wüsste. Gestern habe ich einen kleinen Suchtrupp hinterhergeschickt. Noch kein Resultat. Dieses Lager hier ist nicht so voll besetzt, wie es einmal war. Ich kann es mir nicht erlauben, Leute zu verlieren. Aber für jemanden wie dich, für den Gandoha nur eine weitere Kerbe in seinem Kampfmesser ist, für so einen wäre das doch ein Spaziergang, habe ich nicht recht? Also, Wiedersehen. Dann mal viel Erfolg. Na bitte, finde die Männer des Captains. Aber hier, Skillbuch des mächtigen Schlages. Nehmen wir natürlich. Was ist das? Ja, Skillbuch des mächtigen Schlages. Und jetzt gehen wir hier raus. Aber wir sind ja nicht deshalb hier. Wir sind ja hier, weil wir jetzt woanders hin müssen. Aber ich möchte erst dieses Skillbuch machen. Müsste hier sein, oder? Skillbuch. Des mächtigen Schlages. Okay. Hier haben wir noch eins. Man hat ja nie gesehen, wisst ihr? Skillbuch des Wissens, das haben wir schon. So, jetzt gucken wir mal auf unser Kärtchen, wo wir jetzt hin müssen. Muss ja irgendwo in der Nähe was sein. Da. In Bayern. Familienjuwelen. Wir wollen ja diese Familienjuwelen erstmal alle haben. Ja, ist kein Händler da, aber der an der Ecke, der müsste eigentlich immer da stehen. Können wir gleich noch ein paar Dietriche holen. Der hat immer Dietriche, der Typ. Wunderbar. Dum-di-lum-di-lum-di-lum-di-lum.
Dietriche sind immer gut. Ja, Sachen verkaufen mache ich jetzt nicht. Das mache ich dann wieder speziell für mich alleine. Da muss ja nicht bei sein. Aber jetzt müssen wir irgendein Haus finden. Ist das Haus? Ich würde sagen, ja. Und wenn ich da reingehe, kommen wahrscheinlich gleich wieder Gegner auf mich zugestürmt. Also, hinein mit mir. Na super, Bushi. So, jetzt aber. Da warten schon welche. Ja. Bam. Oh, oh, oh. Mann. Komm her. Oh, oh, oh. Was hast du davon? Warum hilft mir denn keiner? Weil keiner da ist. Bam-a-lam-a-lam. Oh, der ist ja noch ja nicht. Ja, das ist manchmal verworren. Da denkt man, die Typen sind tot. Und da stehen sie auf und wollen mir eine reinhauen. Aber erst werde ich dir eine reinhauen. Und dein Bruder auch. Ja, der eine oder andere wird es bestimmt kennen. Dieser Bruce Lee verarsche Dingsbombs. Primitives Schloss, da wird wahrscheinlich wieder was sein. So ein Kristall. Oh, schön geöffnet. Schön geöffnet. Der nächste Kristall. Supi Bushi. Und es sind wieder Profischlösser, wa? Ja, ja. Komm, interessier mich nicht. Die interessieren mich nicht. So, jetzt gehen wir mal gleich wieder auf unseren Teleporter. Gucken nach. Da oben müssen wir hin. Vororte von Hatmandur. Rechts und dann gleich wieder links. Nanu. Warum wackelt das jetzt so? Ah, ist schon vorbei. Oh, ich werde verfolgt. Alle Erfahrungspunkte, Leute. Tja. Alles Erfahrungspunkte. Halt, Moment mal. Da ist noch ein X. Ach so, das ist auch ein anderes Grab, nehme ich an, wa? Das ist ja das Gruft. Neun Kleider. Ach, sind noch Aufträge, sind das noch. Aber wir wollten ja hier zu den Familienjuwelen. Zup. Einfach da lang. Hier müssen wir lang. Nehmen wir mal zur Abwechslung so einen Schrein. Was kann der? Erhöht die Willensstärke. Gut. Dann haben wir sie halt erhöht. Dann wechseln wir auch die Waffe. Hier muss ich schon mal gewesen sein, wie man sieht. Ach komm, einfach weiter. Einfach weiter. Familienjuwelen. Okay, wir müssten gleich da sein. Dieses Haus hier. Und wie immer speichern. Ja, der speichert ja dauernd. Ja, ist halt so. Ich hab Gesellschaft. Mir vom Leib. Nein, ich bleib dir nicht vom Leib. Mir vom Leib. Immer dieselben Sprüche. Bleib mir vom Leib. Bleib mir vom Leib. Bleib mir vom Leib. Ich bleib alles, aber dir nicht vom Leib. Hier sind diesmal noch zwei Gegner. Geiler Sprung, Kumpel. Geiler Sprung. Ah, Kassal. Und schon können wir den nächsten Ort besuchen. Nur die zwei Typen hier schnell plündern. Okay, gehe zum nächsten Ort. 390 Meter. Aber wir kennen ja... Was ist denn hier? Komm ich da rein? Hm. Einbrechen? Nein, ich werde nicht einbrechen. So, unseren Teleporter anmachen. Auf nach Chesna da. Ist der einfachste Weg, oder? Obwohl, da kommt man immer so schlecht. Warte mal. Wie meint ihr das? Ich mach's so lang. Ecke hier. Feldlazarett. Mein Gott, nee. Muss das schwierig sein. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Jupp. Hier bin ich richtig. Auch wenn er doch ein bisschen schneller rennen könnte.
Und jetzt hier lang? Ich glaube nicht, dass ich von da reinkomme. Ich werde mal lieber hier lang. Und jetzt müsste ich da oben lang. Ja, das sieht gut aus. Und dann links. Also den Weg hier lang einfach. Und dann links. Muss er hier irgendwo sein. Hier hinten. Ja. Natürlich speichern. Speichern, speichern, speichern. Ja, wäre immer schade, wenn man jetzt vergisst zu speichern. Vergisst zu speichern und dann passiert euch ein Unglück. Wie zum Beispiel vorhin in diesem einen Grab. Also nicht vorhin, in einer anderen Folge meine ich natürlich. Für mich ist es wie vorhin. Mann. Hauen um. Hauen um. Und den hoch. Ah, ich hänge hier irgendwie ein bisschen fest. Weil er da hinten mit sich alleine beschäftigt ist. Bleib ja liegen. Okay. Wo ist... Ach, da ist noch einer. Ja, ich nehme mich natürlich alle auseinander. Da oben auch noch einer. Kleiner Heiltrank nehmen wir. Hoffentlich lohnt sich's. Na bestimmt. Na klar, lohnt sich nicht. Super Bushi. Finde den letzten Teil des Kristalls. Ich denke mal, wird alles so weiterhin ablaufen. Dass da immer so eine Typis sind. Nützlich. Dass da immer so eine Typis sind, die man dann quasi killen muss. So diese Okkult-Typen. Und das machen wir natürlich gerne. So, dann gehen wir jetzt natürlich wieder raus. Ach, war das schlau. So, wohin jetzt mit mir? Dahin. Das heißt, ich kann hier einfach weiter lang. Und dann irgendwie hier rein. Denke ich mal. Sieht gut aus, Leute. Sieht echt gut aus. Ich würde sagen, hier drin. Und ich werde jetzt nicht speichern, so. Zur Strafe. Bringen wir es hinter uns. Nein. Komm, du wirst gleich geplündert. Oh! Wo kommt er her? Ja, und hier muss er wahrscheinlich dann gleich der fünfte Kristall liegen. Und ich sehe ihn, glaube ich, schon direkt vor mir in dieser Truhe. Körbchen meine ich. Mach mal Körbchen auf. Na? Kristall. Bam. Erhalten Familienschmuckstück. Verstecke die Familienjuwelen in der Kanalisation. Okay. Also nur wissen, welche Kanalisation, aber dazu haben wir ja unsere... Ach, muss hier gleich sein. Die Richtung stimmt auch. Muss ja hier irgendwo sein. Hier. Ich liebe Höhlen. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Na klar, bin in der Kanalisation. Und hier war ich ja auch schon drin. Ja, ja, hier war ich ja schon drin. Nicht umsonst liegen ja so viele Leichen. Hier. Da muss es sein. So, mal gucken. Familienjuwelen. Allgemein. Das ist so ein versteckter Drachenjäger. Ach, guck mal, was ich alle so habe.
Hier, das hier, Familienschmuckstück. Gut. Jawohl. Das heißt, wir sind hier durch. Wir haben den nächsten Auftrag geschafft, Leute. Ist das nicht super? Und zur Feier des Tages würde ich sagen... Ich muss da lang. Zur Feier des Tages werden wir gleich wieder diese Folge beenden. Ich werde mich noch ein bisschen rumtreiben und dann mal sehen, welchen Auftrag wir als nächstes nehmen. Bedanke mich fürs Zuschauen oder besser gesagt fürs Zuschauen. Danke.